Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No One Survived. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Tag 32, immer noch im dritten Jahr. Ich habe jetzt das ganze Fleisch weggepackt, habe nicht mehr allzu viel gekocht, habe aber auch gerade gar kein Gemüse fertig. Deswegen nur ein paar Brühen und was man sonst noch mit dem ganzen Fleisch hätte machen können, verarbeitet. Und wollte mich jetzt mal an die ganze Geschichte mit der Ölpumpe machen. Dafür muss ich einmal die Ölpumpe freischalten. Und dann einmal an den Bearbeitungstisch und mal gucken, was ich überhaupt dafür benötige. 20 empfindliche Teile, einfache Teile und 9 Barren. Das suche ich mal eben zusammen. Das mit den Eisenbarren könnte noch ein Weilchen dauern. Die habe ich nämlich gerade alle verbraucht, um Stahlbarren herzustellen. Aber dann kann ich das hier schon mal reinzimmern. Ah, und ein Motor. Ich habe gar nicht runtergescrollt, aber müsste ich ja hier irgendwo noch haben. Glück gehabt. Ich dachte, ich hätte keinen mehr. Außerdem habe ich alles zusammengesucht, um auch endlich das fortgeschrittene Chemielabor fertig zu bauen. So, das wird dann erstmal verbunden. Ich denke, da kann ich jetzt mal wieder Solar nehmen. Eine große Flasche Benzin kann man machen aus 3 kleinen Flaschen Benzin. Muss ich mal eben gucken, ob ich überhaupt irgendetwas davon eingesammelt habe. Ich glaube nämlich, ich habe immer nur die großen Kanister eingepackt. So, die kann ich hier schon mal reinpacken und dann kann ja diese hier zumindest schon mal laufen. Okay, das geht recht zügig und endlich könnte ich auch Elektrotechnik leveln in der Base. Habe ich aber schon alles komplett voll. So, viel wichtiger ist jetzt noch, da kann man ja jetzt noch so einiges freischalten. Das ist ja nicht das Einzige, was man hier drauf herstellen kann. Dreimal Öl, dreimal Öl. Zum Glück habe ich da auf jeden Fall ein bisschen was eingesammelt. Und kleine Flasche Benzin. Perfekt. So, dann das Ganze auch nochmal genauer angucken. Dafür ist nämlich jetzt dieser ganze Kram dann auch so wichtig mit dieser Ölpumpe. Darum würde ich mich dann heute auch noch kümmern. Das ist ja gar nicht mal so weit weg. Ich hätte hier direkt Ölpumpen auf diesem Gelände hier. Und ich würde das jetzt einfach, um das auszuprobieren, dann auch so machen, dass ich einfach ein Batteriepack von hier mitnehme und auch den thermischen Stromgenerator. Allerdings benötige ich erstmal die Barren dafür. Ich denke mal, während das Ganze läuft, werde ich mich nochmal ein wenig leveln, denn mir fehlt noch Medizin. So, ich guck mal eben, ob ich irgendwas zu essen habe, was auch Motivation hat. So, dann gucke ich mal, wie weit ich bin. Perfekt, gerade fertig geworden. Schneiderei fehlt mir auch nicht mehr viel. Ich denke mal, ich trinke mal einen Schluck. Sieht soweit alles relativ okay aus. Einmal unter die Dusche schmeißen muss ich mich gleich noch. Aber dann würde ich doch Schneiderei jetzt auch noch voll machen. Okay, ich glaube, das war's. Ich muss jetzt allerdings noch ein, zweimal eine Zeitschrift lesen, damit die Motivation wieder hochgeht. Somit habe ich hier unten jetzt alles vervollständigt.
Sehr schön. Den Wolfskopf habe ich mir gerade noch mal eben geholt. Dann baue ich das hier mal fertig. So. Guti, dann gucke ich mal nach den Eisenbarren. Perfekt, die Schmelze ist ausgegangen. Das ist doch schön. Und da fällt mir gerade ein, ich habe, glaube ich, auch das letzte Teil, also die elektrische Nähmaschine, auch noch gar nicht fertig gebaut. Könnte ich ja mal eben gucken, was ich dafür genau benötige. Ich glaube, empfindliche Teile habe ich nicht mehr genug. Aber alles andere würde ich denn jetzt mal zusammensammeln. So, okay. Stahlbarren und empfindliche Teile fehlen noch. Und ich habe auf jeden Fall auch meinen letzten Motor und meine letzte Werkzeugkiste dort reingeknallt. Aber ich wollte dann noch den restlichen Stuff von der pharmazeutischen Ausrüstung freischalten. Dafür benötige ich jeweils die Krankheitserreger. Die muss ich mal eben zusammensuchen. Ich glaube, die sind in der anderen Kiste. Dafür habe ich ja Stufe 5 gebraucht. Und damit könnte ich mir dann jetzt selber Penicillin herstellen. Aus Alkohol und verrotteten Lebensmitteln. Ganz schön viele verrottete Lebensmittel. Leider sieht man nicht, wie viel, aber wenn hier schon so viele drin sind und das ist immer noch rot, muss das auf jeden Fall eine Menge sein. Okay, ich würde sagen, dann warte ich jetzt. Eben nochmal den Kram hier wegpacken. Die kommen jetzt in die Tauschenkiste. Wobei, ich glaube, die drei hier sind schon voll. Aber ich habe ja genug Platz. Okay, oder auch nicht. Und dann kümmere ich mich eben noch um die Tiere. Und schau mal eben im Gewächshaus nach, ob da alles okay ist. Sieht aber ganz gut aus. Also bei 80% würde ich die jetzt auf jeden Fall nicht nochmal düngen. Im Winter mal wieder kein Honig. Oh, hier ist auch noch alles voller Dünger. Ich glaube, meine Tiere müssen noch gefüttert werden und dann läuft hier wieder alles rund. Okay, alles perfekt. Am Status der Tiere hat sich irgendwie bislang immer noch nichts getan. Also die sind alle mittlerweile fruchtbar. Aber Nachwuchs habe ich immer noch nicht. Guti, dann sehen wir uns gleich wieder. Endlich der letzte Eisenbarren fertig. Allerdings muss ich jetzt noch auf die Pumpe warten. Okay, da hätten wir sie. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob es hier irgendwie eine bessere Beschreibung dafür gibt. Nee, leider auch nicht. Denn bislang, muss ich ja ehrlich sagen, vermute ich nur, dass ich genau das benötige. Ich würde dann auf jeden Fall das dann so machen, da ich gerade sowieso so wenig Teile habe, also empfindliche Teile zum Beispiel, dass ich jetzt erstmal meinen Kram hier wegpacke und diese Sachen hier mitnehme. Voilà. Also, dass ich das praktisch von zu Hause jetzt erstmal mitnehme und das dann einfach hier wieder nachbaue. Denn alles, was ich dafür benötige, sollte ich eigentlich so mitnehmen können. Ich glaube, ich muss noch irgendwas hier lassen. Beziehungsweise, ich werde das mal eben alles in einen Karren umpacken. So, das wäre schon mal der eine Teil. Jetzt muss ich kurz gucken, ob hier noch was liegen geblieben ist.
Nee. Ein bisschen Kohle nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Ich denke mal, ich werde da ein bisschen looten, weil ich ja noch Motoren brauche. Okay, der ist sowieso nicht mehr angeschlossen. Aber der geht auf jeden Fall auch noch mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. So, mir ist gerade eben aufgefallen, dass ich noch mit den Einstellungen vom Stream angefangen habe aufzunehmen. Hab das jetzt mal geändert. Zum Glück fällt das im Schnee sowieso gar nicht so doll auf, welche Einstellungen das jetzt waren, also welche Grafikeinstellungen. Jetzt ist die Frage, welchen nehme ich am besten? Eigentlich ist das nämlich gar nicht so verkehrt, wenn ich, glaube ich, die erste Pumpe hier nehme. Ja, ich glaube, so mache ich das auch. Ist halt die Frage, wenn ich jetzt hier was hinplatziere, ob die Zombies das interessiert, aber sollte ja eigentlich nicht. Und dann bleibt ja noch die Frage, wie schnell passiert das Ganze hier und ob ich nachher noch mehrere Pumpen brauche. So, mit Ölextraktionskern reparieren. Okay, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Denn so etwas habe ich hier gar nicht gefunden, wenn ich ehrlich bin. Hier steht genau dasselbe. Ich werde mal eben die Pumpe raussuchen und es einfach mal ausprobieren. Vorher mal speichern. Successful. Okay, warum das jetzt so eine gruselige Stimme sein muss, weiß ich nicht so genau. Okay, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Also er hat sich jetzt bedient an der Ölpumpe und es sieht gut aus. Ich kann das Ganze jetzt mit Strom verbinden. Das ist dann der nächste Schritt. Das habe ich ja jetzt alles mitgebracht. Und zwar als allererstes das Batteriepack. Ich denke mal, das stelle ich lieber hier an die Wand. Und außerdem den thermischen Stromgenerator. So, Batterien wieder rein. Ich denke mal, ich müsste mir hier dann noch eine Kiste hinmachen. Es wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Okay, verbinden. Direkt anschmeißen. Und jetzt dann auch die Pumpe verbinden. Und einschalten. Okay, hier kann ich das Ganze dann abholen. Oh je, ist das laut. Ja, und die Kiste, die muss auf jeden Fall sein. Oh, das geht aber schnell. Ah, das muss ich rüberziehen. Schade. Oh, das geht ja richtig schnell. Kann ich ja direkt gleich ein bisschen was mitnehmen. Wenn das so schnell geht, dann warte ich eben. Und dann braucht das ja eigentlich gar nicht dauerhaft an sein. Dann kann ich die ja gleich mal vorübergehend ausmachen. Ja, einfach schon wieder was drin. Okay. Das finde ich gut. Richtig geil. Boah, ich kann mich nicht bewegen. Denke mal, während dieser wundervolle Sturm hier wütet, werde ich nebenan noch ein bisschen looten gehen. Ich glaube, ich war hier schon. Also nach dem letzten Loot-Refresh. Aber ich könnte trotzdem noch das eine oder andere Teil gebrauchen. Ich nehme auch den Karren mit. Oh je. Schon wieder. Uah, mies Anfall. Genau, und dann gucke ich nochmal, was ich da jetzt rausbekomme. Ich denke auf jeden Fall ein, zwei Motoren muss ich wieder mitnehmen. Kohle auf jeden Fall. Leider habe ich jetzt nichts dabei, um jetzt hier
die Regale fertig zu bauen, aber egal. So, rüber auf die andere Seite. Jetzt, wo ich das gerade hier sehe, wie viel Benzin hier auch noch überall drin ist, in den ganzen Kisten, glaube ich, werde im Nachhinein, dadurch, dass es einfach doch so schnell geht, erstmal die Helligkeit wieder runterstellen. Aber ich glaube, für die Ölpumpe reicht dann der Stromgenerator, den man mit Benzin betreibt. Ein Motor schon mal. Okay, drei Motoren habe ich. Ich denke, das sollte fürs Erste reichen. Bin ich gleich mal gespannt, wie viel da schon drin ist. Ja, also es ist wirklich so. Selbst wenn hier Loot Refresh ist, es ist immer wieder so viel Benzin hier. Und diesen anderen Generator, den benutze ich so gut wie gar nicht. Hoppala. Moment, diesen hier. Guck mal eben, wie der ganz genau heißt. Den habe ich ja schon aufgebaut, den Kraftstoffgenerator, genau. Den werde ich dann einfach hier hinstellen. Einfach noch mehr Benzin, richtig geil. Und dann ein paar Regale hier hinbauen. Das hört sich doch nach einem Plan an. Das Einzige, was ich dann in der Base wieder aufbauen muss, ist dann auf jeden Fall ein neues Batteriepack. Deswegen habe ich jetzt gerade auch die Batterie noch mitgenommen. Gucke ich hier nochmal in den Autos und dann zurück zur Ölpumpe. So, okay, dann mal reingucken. Ach du heiliger Strohsack, der produziert einfach weiter die ganze Zeit. Das liegt jetzt hier alles in der Umgebung rum. Okay, muss noch mal ein Foto machen, weil irgendwie, eben war es Nacht. Ich muss aber sagen, wesentlich heller ist es jetzt auch nicht wirklich. Und da muss ich mal gucken, welches davon ich überhaupt nehme. Okay, ja, ich würde sagen, ich habe ein bisschen was zu tun. Der kann definitiv ausgeschaltet werden erstmal. Ich kriege das safe nicht mehr alles mit. Also ein Regal mit Kisten wäre hier sehr sinnvoll. Ja, den kann ich jetzt noch auslaufen lassen. Der hat auch einfach eine komplette Batterie leer gesaugt. Den anderen Stuff nehme ich mit. Und dann gucke ich jetzt mal, wie viel ich noch mitbekomme. Boah, da kann ich echt nur sagen, zum Glück hat der Karren kein Gewicht. Oh Gott, das ist auch so voll geknallt. Ansonsten könnte ich den ganzen Stuff hier echt gar nicht mitnehmen. So, dann noch kurz was trinken und dann geht es erstmal zurück zur Base. Okay, dann donner ich jetzt mal den ganzen Kram rein und dann... Ja, dann muss ich jetzt noch unbedingt was herstellen. Und ich denke, ich muss mir dann auch noch eine neue Location aussuchen. Müsste ja eigentlich schon direkt von hier aus gehen. Wo ich dann noch hingehe beim nächsten Mal. Ich habe jetzt den thermischen Stromgenerator erstmal direkt wieder mitgebracht. Drei Batterien werden ja sowieso noch voll. Und dafür muss der dann dort nicht rumstehen. Den kann ich jetzt erstmal hier wieder aufbauen. Und dann werde ich den auf jeden Fall dort dann mit hinnehmen. Hier kommt dann ein neues Batteriepack hin. Kann ich ja direkt nochmal gucken. Guck mal einer an. Ich brauche dafür gar keine empfindlichen Teile. Damit komme ich den auf jeden Fall gleich auch noch fertig.
Aber jetzt erstmal hier hin. Ah, mein Rucksack ist sowieso leer gerade. Und dann mal rein damit. Okay, das bedeutet aber dann jetzt auch, dass ich die ganze Zeit die kleinen Flaschen sammeln muss. Wobei ich mich gerade frage, warum das jetzt funktioniert hat. Ach so, Quatsch. Das wird hier gerade ein bisschen merkwürdig angezeigt. Um die kleine Flasche Benzin herzustellen, benötigt man einmal Öl. Okay, also ich würde sagen, ich bin jetzt richtig gut versorgt. Und eigentlich kann ich davon ja direkt ein paar mehr herstellen. Dann werde ich jetzt erstmal auspacken und die Regale hier mal fertig bauen. So, okay. Dieses Batteriepack wäre wieder voll. Dann kann ich ja direkt die Batterien dort reinknallen. Okay, dann wäre das auch erledigt. Hey, sehr cool. Und dann kann der thermische Stromgenerator nämlich einfach wieder dieses hier aufladen. Okay, ich bin aber immer noch nicht fertig mit Auspacken. Das mache ich dann jetzt eben noch zu Ende. So, ich glaube, jetzt bin ich durch. Habe alles ausgepackt, einfach zwei Kisten Öl. Dabei war ich vielleicht gerade mal 20 Minuten dort looten. Richtig heftig. Geile Sache auf jeden Fall. Aber ich denke, ich werde trotz alledem ab und an mal ein bisschen Benzin mitnehmen. Unabhängig davon, dass ich das eigentlich auch gar nicht brauche, weil ich hier auch noch Benzin habe. Also für den Multiplayer ist es auf jeden Fall, denke ich, mega geil. Aber wenn man im Singleplayer spielt, dann hat man auf jeden Fall auch so genug Benzin, wenn man das jetzt irgendwie von den Tankstellen holt. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine geile Sache. So, und dann bin ich ja tatsächlich fast durch. Was mir auf jeden Fall noch fehlt, sind diese paar Sachen, aber davon finde ich eigentlich auch im Moment richtig viel. Muss ja dazu sagen, ich habe ja jetzt zu Beginn nicht auf schweren Einstellungen angefangen mit viel Loot und so weiter. Loot Refresh alle 20 Tage war jetzt eigentlich auch relativ okay. Munitionherstellung auch eine richtig geile Sache, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Denke, ich werde auf jeden Fall trotzdem noch ein paar Folgen machen und so einige Locations noch anfahren, wo ich noch gar nicht war. Baupläne brauche ich allerdings nicht mehr. Denke mal, vielleicht das Containerschiff werde ich noch looten, denn mein Essen ist langsam schon verdorben, also meine Dosen auf jeden Fall. Und dann vermutlich noch dieses oder hierhin. Da geht es vielleicht dann auch noch mal hin. Aber im Großen und Ganzen, meine Base ist fertig. Ach so, ja, und die Fallen werde ich mir natürlich auch alle noch freischalten. Dafür benötige ich, glaube ich, ja nur Eisenbahnen, genau. Da müsste ich dann vielleicht vorher noch mal in die Mine. Oder ich muss halt einfach mal umpacken, weil ich habe ja theoretisch eine zweite Schmelze, aber ich habe das so gemacht, dass dort nur Glas hergestellt wird. Das dauert jetzt so lange. Ich könnte auch einfach den elektrischen Schmelzofen benutzen. Ja, okay. Dann werde ich auf jeden Fall umpacken, meine Eisenklumpen aufteilen. So, dass ich am elektrischen Schmelzofen dann auch Eisenbahnen herstellen kann. Und dann werde ich mir überlegen, wo es beim nächsten Mal hingeht. Hier und jetzt werde ich mich auf jeden Fall von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn Träumchen und tschö mit Ö.